Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Game House Flipper mit dem dazugehörigen DLC Garden Flipper. Wir fangen direkt einfach mal die erste Runde an. Ich habe schon mal reingespielt gehabt, also nicht wundern, dass ich schon ein bisschen was weiß. Und ja, vielen Dank, dass du Garden Flipper erworben hast. Palim, palim, paluff, luff, luff. Wir bleiben hier drinne. Das ist derzeit unser kleines Häuschen. Nicht schön, aber man kommt hier einfach nicht vorbei. Lol. Ach stimmt, ich habe ja Garden Flipper drauf. aber das DLC machen wir nebenbei. Ja. Schweinestall. Wie eh und je. Zum Glück sieht es bei mir in der Wohnung nicht so aus. Ja, ich weiß, am Laptop finden wir unsere Aufträge. Verkaufen kann ich bis jetzt noch nichts. Ja, gut. Warum? Ach, die Heizung, deswegen ist das auf der Map rot. Jo, wir fangen direkt den ersten Auftrag an, um Geld zu bekommen. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Wer das lesen möchte, soll bitte auf Pause drücken. Ich kenne das schon, ich habe schon die ersten paar Missionen gemacht. Um mal reinzuschnuppern, wie das Game ist. Ich find's geil. Ist mal eine Abwechslung zu den ganzen anderen Spielen, die ich immer mache. So. Alles klar. Wisst ihr was? Das erinnert mich gerade an was. Ich hatte da mal so ein wunderschönes Bild zu Gesicht bekommen, wo... Ja, wie soll ich sagen... Schweinestall hoch 10, aber ganz ehrlich, das Haus hier geht dazu noch. Ich weiß, dass es bei Haus- und Gartenflipper Häuser gibt, die noch ekliger sind. Und da passt dieses Bild, was man mir mal gezeigt hatte, ja, 1A ins Bild. So, ein bisschen schön anrichten hier ganz kurz. So, putzen. Ja, wir machen das Bett mit einem Staubwedel sauber. Und auch alles andere. Fragt mich bitte nicht, warum. Gut, Reinigung. Yay, ich habe einen Skillpunkt erhalten. Ja, man kann hier bestimmte Sachen skillen, um besseres Zeug frei zu bekommen. Das werdet ihr aber alles im Laufe der Zeit noch miterleben. Geht das eigentlich so viel schneller? Tatsache. Lull, okay. So, Tischchen. Dahin mit dir. Stuhl, du kommst erst einmal dahin. So, die Vase kommt natürlich hier drauf. Dich möchte man vielleicht auch mal gerade hinstellen. So. Und wir brauchen eine Heizung. Da gucken wir doch mal. Erstmal Skillpunkt. Aufräumen. 25%. Na, guter Mob. Du siehst einige Verunreinigungen auf der Map. Braucht man nicht. So, Shop. Heizung. Ich kann ja ehrlich sein in meinen Videos, weil mich interessiert die Meinung von anderen null. Ich selber habe schon als Hausmeister gearbeitet.
Und so eine Wohnung, wie man sie hier gerade eben gesehen hatte, wo wir eingetreten sind, ja, sowas findet man als Hausmeister häufig vor. Wir haben jetzt auf jeden Fall die erste Aufgabe abgeschlossen. Und wie soll ich sagen? Es gibt wirklich Leute, die lassen ihre Wohnung so dreckig verkommen. Das ist einfach nur ekelhaft, wie man sich da wohlfühlen kann. Ich hatte mal eine Zeit lang, wie gesagt, als Hausmeister gearbeitet und musste in eine Wohnung, wo wortwörtlich nur Flöhe rumgehobt sind, weil die Vorbesitzerin Katzen ohne Ende hatte. Ja, und anscheinend hat sie da nie irgendwas gegen unternommen. Und dann hieß es auf einmal, als Kollegen da waren, alle Mann raus hier, es sind noch Flöhe im Haus, in der Wohnung. Ja. Da wisst ihr Bescheid, ne? Klamotten ausziehen, reinigen, waschen, alles Mögliche. Das war eine Tortur, bis man wieder alles sauber hatte. Das war, wie soll ich sagen, Ekelfaktor pur in dem Moment. Aber es gibt halt Leute, die leben so, die finden das so geil, ich weiß nicht warum. Ich persönlich muss sagen, meine Wohnung hier, die ist sauber. Ich habe auch kein Problem damit, das in einem Vlog zu zeigen, ne? Weil bei mir gibt's nichts zu verheimlichen. So, hier ist jetzt auf jeden Fall erstmal auch unser trautes Heim sauber. Spiegel kann ruhig ein bisschen zur Seite. So. Wir machen direkt den nächsten Auftrag, bevor wir unser Häuschen hier einrichten. Ein bisschen Kies und Sträuche. Das ist zum Beispiel das DLC jetzt. Interessant. Heizkörper. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein. Oder ich zahle einfach nicht. Die Winter sind hart. Und in einem Haus. Und in meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Ey, das nehmen wir an. Das können wir keinem zumuten. Im Haus ohne Heizkörper. Nee. So, wir sehen auch. Jetzt muss ich gucken, welche Taste das war. Die hier. Hier sehen wir den Fortschritt. Darüber wird dann auch angezeigt, wo wir, wenn wir jetzt in einem Zimmer sind, ob wir da was erledigen müssen. Hier sehen wir auf der der Minimap, rote Sachen. Da müssen wir auf jeden Fall bauen. Unser Kontostand, unser Einkommen. So, hier ist alles picobello. Da müssen wir nicht rein. Hier hinten Gästezimmer ist auch alles, da wird mir nichts angezeigt, aber hier, da und da ist rot. Hier gehört ein Waschbecken hin. Können wir den Leuten auch nicht zumuten, ohne Waschbecken zu sein. Und hier ist die Heizung, okay. Legen von Fliesen, das auf jeden Fall verbessern, das brauchen wir später. Sonstiges. Darunter fallen die Heizkörper normalerweise. Normalerweise. Lol. Wir machen als erstes das Waschbecken. So. Die fetten Schrauben für die Wand. Und natürlich anschrauben, nicht dass es den Mietern auf den Fuß fällt. Ja, Wasserzulauf gehört sich natürlich, muss sein. So. Ich kann ja noch ein bisschen über den Beruf Hausmeister reden, wenn ihr wollt. Was gehört noch dazu? Natürlich, das Renovieren gehört auch mit dazu. Wenn es ein privater Hausmeister-Service ist. Wenn es, was gehört noch dazu? Müllentsorgung gehört dazu. Ja, Gartenpflege.
Dann. Oh Gott, es ist jetzt schon knapp 3 Jahre her, dass ich da in dem Beruf war. Was gehört noch dazu? Gartenpflege, allgemein Grundstückspflege, Müllentsorgung. Und das heißt nicht nur die Müllcontainer rausstellen, dass die Müllabfuhr die abholen kann. Nein, es gibt auch besondere Fälle, wo man selber den Müll zu bestimmten Sortieranlagen fährt, wie zum Beispiel den Grünschnitt. Wenn man jetzt Bäume schneidet, Rasen oder sonst irgendwas. Und was gehört noch dazu? Der Hausflur muss gereinigt werden. Das gehört ja mit zur Grundstückspflege. Ja, alles Mögliche eigentlich. Selbst hier Heizunginstallation, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt. Oh, Kinderzimmer ohne Heizung, das ist gar nicht gut. Steckdosen reparieren, alles sowas, Lampen nachprüfen. In dem Hausmeisterservice, wo ich gearbeitet hatte, wir hatten Fliesenleger da, wir hatten Laminatverleger, wir hatten Maler da, wir hatten einen Elektroinstallateur da. Wir hatten eigentlich alles da drin. Ich war der Mann für alles, kann man so sagen, weil ich ja gelernter Lagerist bin. Und nächste Aufgabe abgeschlossen. Und ich habe mich dann auch teils ums Lager gekümmert, habe im Lager des Hausmeisterservice aufgeräumt, alles sortiert, so wie sich das halt gehört. So, wir haben jetzt auf unserem Kontostand hier 26.000. Jetzt gönnen wir uns auch erstmal eine Heizung. Schnelle Aufträge, höheres Einkommen natürlich. So, wir wollen eine Heizung haben, die wir nicht anbauen können, weil das Bett im Weg steht. Ja, moin. Verkaufen kann ich immer noch nichts. Das ist ein bisschen scheiße. Aber jetzt kommt die Heizung dran. So. Wir werden aber in dieser kleinen Hütte auch nicht alt werden. Sage ich gleich so, wie es ist. Oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Wir werden uns auch natürlich ein neues Haus gönnen, ein größeres mit Büro und alles, was so dazugehört. So, das Bett wird jetzt mal gedreht. Das kommt jetzt nämlich hier hin. So. Dieser Schrank kommt jetzt einfach mal hier hin. Einfach, weil es da schnieke aussieht. So, der Teppich wird gerade hingelegt. Scheiß Lampe war im Weg, ey. Ja, Kettensäge neben Bett, falls ein Einbrecher kommt. Aber ich kann hier halt noch nichts verkaufen. Ich wollte die Kommode eben hier hin haben. Und den Schreibtisch dann weiter nach da. Da lassen wir das erste Mal so. Die Kettensäge kommt erste Mal hier hin. Genau. So. Die nächsten Aufträge werden wir aber im nächsten Video machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.